DEV. Ich bin gelernter Vermessungstechniker und bin seit Juni 2017 im BEV beim Vermessungsamt Graz. Das Vermessungswesen an sich ist ziemlich vielfältig und es gibt viele verschiedene Bereiche, in denen man als Techniker tätig werden kann. Im BEV bzw. in Vermessungsämtern geht es aber in erster Linie um die Bescheinigung von Plänen von Ziviltechnikern und die Aktualisierung und Führung des Katasters und die Erhaltung des Festpunktfelds und um die Abgabe von Daten an die Bürgerinnen und Bürger im Kundenservice. Das Coolste an meinem Beruf ist, dass ich mich in einem technischen Feld betätigen und mit Plänen, Zollen und Vermessungsinstrumenten arbeiten kann. Was mir am BEV am besten gefällt, ist, dass ich in einem familiären und wertschätzenden Umfeld arbeiten darf, was mich in meinem beruflichen Alltag begleitet. Man kann so wie ich den klassischen Weg einschlagen und die Lehre zum Vermessungstechniker inklusive Matura absolvieren. Unter gewissen Voraussetzungen ist es aber möglich, als Quereinsteiger mit einer Reifeprüfung im BEV tätig zu werden. Ein mathematisches Verständnis, ein technisches Verständnis und Freude in der Teamarbeit waren in dem Fall von Vorteil. BEV, Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen.